Guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Das war die falsche Taste. Oh, was habe ich denn da gesehen? Da hinten brennt einer. Ach, wie schön. Einer? Alter. Ist doch richtig was los da. Steckt mir den schönen Baum nicht im Brand da. So. Ach, bis die bei uns sind. Hat sich das hoffentlich erledigt mit dem Feuer. So, So, nicht reinfallen, ne? Hier hochkommen. Ich hab's mir gedacht. So, haha. So. Zwei? Achso. Ich fall echt immer wieder drauf rein. Immer wieder. Jetzt müssten hier drei Slots sein, ne? Ja, perfekt. Perfektus. So. Was wollten wir? Da liegt Rottenfleisch rum. Das nehme ich mir einfach mal, obwohl wir beim besten Willen nicht brauchen können. Auch, auch. Wie viel hier rumliegt? Irre. Irre. Na du, komm, dir hauen wir auch noch auf den Kopf. Bogen gedroppt. Ich will Pfeile, ich will keinen Bogen. Oh, schon ein bisschen noch Sugarcane eingesackt, das ist auch nicht falsch. Was wollten wir denn? Kann ich den Pfeil da aufsammeln? Nö, der ist nicht meiner, kann ich nicht aufsammeln, ne? Nein. Ich habe noch irgendwas vor. Was hatte ich denn noch vor? Jetzt können wir mal wieder den... Ey, bald haben wir einen kompletten Bogen, ne? Den hatten wir ja nicht hergestellt hier. Der ist ja aus Drops zusammengepflanzt. Ach so. Ach so. Den... Nee. Den da wollten wir machen. Wofür wir Pistons brauchen, wofür wir Iron brauchen und Redstone brauchen und Cobblestone brauchen. Okay. Und Bretter brauchen. Mann! So. Iron. Warum lasse ich die Türen hier mal auf? So, den und zack. Zwei Stück. Erstmal. So, dann war das der Draw. Vier Kisten. Drei, vier, fünf Slabs. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Slabs. Bam. Bam. Nein. Weil. Eins, zwei, drei, vier. Ich komme auch da reinflitzen. So, jetzt nochmal. Hallo? Ach so. Gut, dass der dann immer da genau das Holz auch. Ne? Wir hatten doch sowieso mit Slabs geguckt. Was ist denn das hier für ein. Bin ich jetzt dämlich? Wir hatten doch da irgendwas geguckt mit vier Kisten und Slabs, oder? Interessant. Mach mal so. Ging ja jetzt wohl auch. So. Den da und da. Den da. Ein Cleanstone zu wenig. Okay.
Pams. So, die Dinger sind nämlich sau cool. Ich nehme jetzt mal hier die Kohle raus. Weil. Zack. So, das könnt ihr ja schon. Ne? So, zack, da was rein und da seht ihr schon. Da oben wird jetzt ein Block angezeigt, obwohl ich einfach nur einen normalen reingemacht habe. In Tooltip, guckt ihr mal rein. In den Tooltip oben, da ist einmal Charcoal, null Block auf Charcoal. Und da ist der Trick der ganzen Geschichte. Ich nehme den jetzt mal wieder raus, tu den rein. Jetzt haben wir es andersrum. 11 Blocks auf Charcoal, 0 Charcoals. Wird aber eins angezeigt. Jetzt klicke ich da drauf, auf die Charcoal. Hoch, ich habe eins bekommen. 11 Blocks, 8 Charcoal. Der craftet das also automatisch um. Ich tue jetzt wieder einen rein. Zack. Ich habe jetzt zwei reingetan. Ein Charcoal. Und es sind wieder 11 Blocks. Nice? Nice. Auf gut Deutsch können wir auf die Art die Charcoal-Blöcke craften. Automatisch. Wir machen uns einen Ofen. Ganz normalen, popligen Ofen. Ich setze den jetzt mal dahin. Das kommt nachher woanders hin. Holen das mal wieder weg. Nein. Das, hier haben wir doch einen Hopper, ne? Jawohl. Zack. Wir tun jetzt... Na komm, tun wir auch die Charcoal rein. So. Hätte ich jetzt eigentlich anders machen können. Ich hätte jetzt hier 8 Kohle reinsetzen sollen, aber naja, ist egal. Zack. Brennst du jetzt? Nee, ne? Gut. Weil ich bin mir nie sicher, hier an oder aus. Wie ihr seht. Schawupp. Es wird gar nicht erst angezeigt. Ist direkt futsch. Ist nämlich direkt da unten drin. Schon 3 Charcoal. Wenn es 18, nehmen wir sie raus, tun sie oben rein, legen oben den ganzen Stack Holz rein und go! Und der craftet uns automatisch unsere Charcoal. Damit haben wir die dann schon mal. Was wir dann noch weiterführen können, indem wir haben ja auch Pipes hier drin, was auch nicht Vanille ist, die wir dann nutzen, um es aus dem Ding wieder raus in den Ofen rein zu pumpen. Ist so mein Gedanke. Geht zwar dann guten Rutsch von dem Vanilla-Gedanke weg, aber die Sachen sind halt drin und nicht abgeschaltet. Also nutzen wir es auch. So, ich wollte doch direkt wieder nachpflanzen, wenn das hier schon so schön nachgewachsen ist. Zack. Da noch einer hin. Nein, wie gesagt, nicht zu nah an den ran. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo wir den gerade weggekloppt haben. Komm. Bist du weit genug von dem weg? Jetzt komm weiter hier rüber. Hier können wir auch problemlos. Zack und zack. Holz, wir brauchen Holz. Obwohl, so viel brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja keine permanente Stahlherstellung. Aber das ist halt der Gedanke hier, dass das auch noch in den Hinterraum von der Schmiede da reinkommt. So, der steht sowieso auf der Ecke, wo er nicht hingehören soll. Und dann ist das auch gut, ne? Außerdem können wir das dann direkt noch weiterspinnen und sagen, in der Nähe von der Schmiede machen wir noch einen Holzfäller. Ja, kleine Baumfarm, Holzfällergebäude, go. Können wir das denn hier machen? Das haben wir ja für die Kohle gesetzt. Müssen wir das Ding hier irgendwo platzieren?
könnten wir hier platzieren. Müssten wir... Ja, ich habe da Gedanken zu. Ich habe da Gedanken zu. Komm, ein Stack da rein. Zack, da sind genau 8 drin. So, dann haben wir gleich 64, beziehungsweise schon mal einen Block. Beziehungsweise, keine Ahnung, was das gibt. 10 Blöcke oder so. Ne, 6 Blöcke. Ne, 7 Blöcke. Ach, ist ja auch scheißegal. Mann! Das soll es aber schon wieder gewesen sein und das soll es auch für diese Aufnahmesession gewesen sein. Ich hatte halt nur, ja, zum einen brauchte ich 2-3 Folgen, die ich überbrücken muss, weil ich die nächsten 2-3 Tage keine Zeit habe. Und zum anderen, weil ich die Idee da hatte. Gut. In diesem Sinne, wo ist das Ding? Da ist es. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen. Ciao.